Was geht? Corey hier. Okay, ihr seid noch hier. Das heißt, ich möchte mit euch reden. Die, die auch dranbleiben, wenn nicht irgendwas Krasses passiert. Ich wollte mal dieses Real Talk machen und euch erzählen, wie ich mich fühle, wie ich denke und mich zuallererst mal bedanken für den Support, für die ganzen Klicks und für die Kommentare und ja, für alles, was ihr mir eigentlich so gesagt habt und ja, dass ich sehe einfach, dass mich so viele Leute unterstützen. Ich wollte Danke dafür sagen, das zuerst an erster Stelle. Ich will das hier alles ein bisschen freier machen, weil das sozusagen, ich möchte so authentisch wie möglich rüberkommen und so wie ich halt wirklich bin, rüberkommen. Und es ist manchmal schwer, wenn ich ganz, ganz, ganz oft schneide, weil ich auch so viele Fehler mache, so oft sage und das immer versuche rauszuschneiden und dann ist es vielleicht nicht mehr so authentisch. Aber genau, ich möchte immer mal wieder so ein Video machen, wo ich wirklich nur mit euch rede und ja, euch ein Update gebe und sage, was sozusagen noch geplant ist und so weiter und so fort. Also, ich habe nicht ganz geplant, was ich hier jetzt mache. Ich habe mir 5 Notizen aufgeschrieben und das war's. Sonst wird alles ein bisschen gefreestylt. Und ja, ich möchte nämlich ein bisschen mehr persönlicher werden. Ein bisschen mehr Austausch haben, so dass ihr mir sagt, okay, das findet ihr gut, das findet ihr schlecht. Das ist in eurem Leben, das passiert gerade in eurem Leben, diese Fragen habt ihr und so weiter und so fort. So, dass wir ein Hin und Her haben, dass ihr mir was schreibt und ich darauf antworten kann. Und dass es nicht so ein, ich mache Videos, entertaine, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob euch das gefällt oder nicht. Also wie auch immer, darum möchte ich so ein Hin und Her haben. Also wenn du dieses Video guckst, dann schreib mir doch unten in den Kommentaren, dieses Video ist hässlich. Naja, irgendwie sowas. Also positiv ist natürlich immer besser. Ja. Eine Frage, die ich auch beantworten möchte, ist, wieso ich immer am Ende des Videos sage, ihr sollt meine Videos abonnieren oder ihr sollt meine Videos liken oder wie auch immer. Mir geht es nicht darum, dass ich einfach jeden YouTuber nachmache, weil auf YouTube macht man das so und dann mache ich es auch so. Nee, es hat schon einen Grund. Also mein erster Grund ist ja, dass ich die Message so weit wie möglich verbreiten möchte. Ich möchte, dass möglichst viele Leute das hören, was Jesus gesagt hat, was in der Bibel steht und so weiter und so fort. Und um das zu machen, müssen halt diese Punkte passieren. Also, ich muss sozusagen einige Abonnenten haben. Immer jedes Video muss geliked werden und kommentiert. Und wieso? Also was YouTube wichtig ist, ist die Watchtime. Also wie lange ihr auf meinen Videos bleibt und wie lange ihr schaut. Und die sehen das und wenn die sagen, oh krass, das Video hat viele Minuten Zuschauer, dann werden wir dieses Video auch anderen vorschlagen. Wenn ihr aber nur das Video schaut, dann wieder ausschaltet, kein Like, kein Kommentar oder sowas, dann sagt sich YouTube, okay, dieses Video brauchen wir niemandem anderes zeigen, weil es ist nicht interessant oder wie auch immer. Das heißt, wenn euch das Video gefällt, ne, also ihr müsst es nicht machen, nur um es zu machen, aber wenn ihr mich supporten wollt und euch das Video auch gefällt, dann könnt ihr immer einen Daumen hoch geben. Das sagt YouTube, ah okay, ihm hat das Video gefallen. Und ihr könnt unten kommentieren. Also ihr könnt natürlich auch das Video teilen auf anderen Plattformen oder sowas. Das ist alles super hilfreich. Und es haben auch schon so viele gemacht und ich kann es nur wiederholen. Ich danke euch dafür, dass ihr das macht. Weil dadurch haben wir jetzt, keine Ahnung, 600 Klicks oder 700 Klicks jetzt innerhalb einem Monat gemacht. Und wir wollen das ja nur ein bisschen größer machen. Genau, darum hilft es mir, wenn ihr ein Like gebt, wenn ihr kommentiert und ja, wenn ihr abonniert vor allem, dann wissen auch andere Leute, okay, und YouTube vor allem weiß, okay, dieser Channel, der ist interessant, das schauen sich Leute an und schauen sich Leute auch lange an. Das können wir auch anderen vorschlagen und so wächst dann sozusagen die Reichweite. Oder nicht sozusagen, sondern so wächst dann die Reichweite. Ja, das ist der Grund, warum ich immer sage, abonnieren, liken, kommentieren und wie auch immer, um das Wort noch weiter zu verbreiten. Klar, auf der anderen Seite, das will ich nicht verleugnen,
es gibt mir natürlich auch Motivation, wenn ich sehe, ein Video ist erfolgreich. Also es geht nicht, also eigentlich sollte mein Ziel ja sein, es ist egal, wenn nur eine Person davon hört, dann bin ich zufrieden. Und das ist natürlich auch so im Hinterkopf, aber wie cool wäre es, wenn es nicht nur eine Person wäre, sondern hunderte oder tausende Leute. Und deshalb, ja, müsst ihr nicht, aber ihr könnt mir helfen, das auch zu schaffen. So, dann habe ich noch mir aufgeschrieben, dass ich euch sagen möchte, wie meine weitere Planung ist. Ich habe jetzt 2 Videos hochgeladen, die könnt ihr euch anschauen, falls ihr noch nicht gesehen habt. Ich werde sie auch hier irgendwo verlinken und unten in den Kommentaren, nicht in den Kommentaren, aber in der Beschreibung verlinken. Und dann könnt ihr euch die nochmal anschauen und wie gesagt, liken und kommentieren. Ich wiederhole mich nur, aber wie gesagt, es ist alles freiwillig natürlich und braucht ja auch einen Google-Account dafür. Also falls ihr euch die Mühe machen wollt, mich so zu unterstützen, wenn nicht, es reicht mir auch, wenn ihr die Videos einfach schaut. Das reicht mir. Aber wenn ihr mich noch weiter unterstützen wollt, klar, wie ich gesagt habe. Genau, meine weitere Planung ist es, jeden zweiten Donnerstag ein Video zu posten. Dieses Video habe ich jetzt schon letzte Woche aufgenommen und wenn ihr es heute seht, dann bin ich im Urlaub und deshalb habe ich ein bisschen freieres Video aufgenommen. Und dann in 2 Wochen kommt wieder das nächste Video. Ich habe mir vorgenommen, das nächste Video soll sein, wieso ich persönlich an die Bibel glaube und wieso ich glaube, dass sie wahr ist. Und wie gesagt, wie ich alle meine Videos machen werde, ich habe meine Fakten. Ich habe vielleicht auch Bibelverse oder außerbiblische Stellen, aber ich möchte natürlich auch noch Humor da reinbringen, wie auch immer ich das machen werde. Genau, das ist sozusagen mein Plan für die übernächste Woche und sonst, die Videos sollen immer donnerstagabends hochgeladen werden. Ja. Ich überlege gerade, was ich noch sagen wollte. Aber sonst, das war's eigentlich. Ein kurzes Update-Video. Ich bin dankbar, dass ihr mich unterstützt. Und meine Aufgabe ist es, euch zu entertainen und schöne Videos und coole Videos zu machen. Interessante Videos vor allem. Und ja, der Weg, wie ihr mich dann unterstützen könnt, ist dann natürlich, wie ich schon gesagt habe, mit Likes, mit Kommentaren und mit Abonnenten, wenn ihr abonniert, ihr liked und kommentiert und am besten natürlich auch noch teilt. Ich danke euch für all den Support. Ich hoffe, ich werde diese Videos auch durchziehen und nicht irgendwann sagen, es gucken nur 100 Leute, ich höre auf damit. Nein, ich versuche es durchzuziehen, solange Gott mir die Kraft gibt. Bis dahin. Vergesst nicht zu abonnieren, liken, kommentieren und all das, was es auf YouTube so gibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ori hier. Ihr da. Alles klar. Peace.